Weit draußen im Indischen Ozean liegt eine Inselwelt ohnegleichen, üppig und vielfältig, ein Kunstwerk der Schöpfung, die Maskarenen, ein Archipel, in dessen Mitte Mauritius ruht. Bei uns stets als Trauminsel und Urlaubsparadies gehandelt, erfüllt Mauritius tatsächlich alle damit verbundenen Klischees, die diese Impressionen beweisen. Deshalb besagt auch ein Sprichwort der Einheimischen, dass Gott erst Mauritius und dann danach das Paradies erschaffen habe. Dazu passt auch eine Geschichte, die hier gerne erzählt wird. In manchen Kirchen vieler Länder sieht ein reicher Amerikaner ein goldenes Telefon, von dem aber ein Anruf 100.000 US-Dollar kostet, man dafür aber direkt mit dem lieben Gott im Paradies verbunden wird. Auch auf Mauritius findet er in einem Tempel so ein Telefon, wo aber der Anruf zu seiner ungläubigen Überraschung nur eine Rupie kosten sollte. Seine erstaunte Frage, wie dies möglich sei, wird damit beantwortet, dass es ja ein Ortsgespräch ist. Das tut insbesondere dem Tourismus gut, der ja inzwischen das Zuckerrohr als Haupteinnahmequelle abgelöst hat. Auch wir folgen 2007 im zweiten Anlauf dem sehnsuchtsvollen Ruf der Insel und buchen bei Leitnerreisen einen 2-Wochen-Pauschalaufenthalt. Das 4-Sterne-Plus-Hotel Le Victoria an der Nordwestküste entspricht in allen Belangen unseren Erwartungen und lässt keine Wünsche offen. Als besonders bemerkenswert, weil so noch nie erlebt, ist zu erwähnen, dass alle Angebote kostenfrei sind. Dazu gehört diese Fahrt, der Schnorchelausflug mit dem Boot, Tretbootfahren, Kanu und sogar Wasserski. Die herrliche Lage direkt am langen, feinsandigen Strand, die vom vorgelagerten Korallenriff geschützte Lagune, der große, gepflegte und schattige Gartenbereich mit ausreichend Liegestühlen für alle Gäste, machen den Aufenthalt zum Genuss. Die ambulanten Händler, allesamt sehr nett und nicht aufdringlich, dürfen das Hotelgelände nicht betreten. Direkt vor unserem Aufenthaltsbereich im Garten hatten sie am Strand ihren Lagerplatz, was uns aber überhaupt nicht störte, denn wir wurden nie belästigt und es gab immer wieder was zu sehen. So habe ich zum Beispiel mit dem Zoom-Objektiv diesen alten Mann, von ihm unbemerkt, beobachtet, der eine Pause einlegte, bevor er sich wieder mit seinen 7 Sachen mühsam auf den Weg machte. Von der anderen Seite kam ein anderer Händler hierher zurück, der den Motorradhelm vorsichtshalber auf dem Kopf gelassen hatte. Man kann ja nie wissen. Es geht ruhig, gelassen und ohne jede Hektik zu. Unaufgeregt und stressfrei. Eine angenehme, wohltuende Atmosphäre, die sich sehr positiv auf die Psyche auswirkt. Hier kann man entspannen und sich gut erholen.
wem es dann im Lauf des Tages doch ein wenig langweilig wird, hält entweder ein Nickerchen oder man nimmt eines der vielen Angebote der Beach Boys an, zum Beispiel Teilnahme an einer Ausfahrt mit dem Glasbodenboot. Für mich war auf dieser Fahrt weniger der Blick unter Wasser, vielmehr die Aussicht vom Boot aus interessant. Hier sehen wir eines der drei Hotelrestaurants, nämlich das italienische Spezialitätenlokal, wo man auch direkt am Strand dinieren kann. Und in dieser bescheidenen Hütte wohnt der Hotelmanager. In angemessener Entfernung, strandabwärts in südlicher Richtung, befindet sich das luxuriöse 5-Sterne-Hotel Oberoi im japanischen Stil, dem wir nächste Woche zu Fuß einen Besuch abstatten werden. Bis hierher führt diese Bootsfahrt, die mit einem Blick hinter das Korallenriff endet, wo im bewegten See ein Frachter unterwegs ist. Zurück im Hotel werfen wir im Schein der Abendsonne einen Blick in die weitläufige Gartenanlage, wo neben der vielfältigen Vogelwelt auch etliches anderes Getier, zum Beispiel diese Eidechse, zu sehen ist. Der Balkon unseres Apartments schaut in den Garten und zum Strand. Dort haben wir uns gerne aufgehalten. Und so sieht es auf der Rückseite des Apartments aus, wenn man von der Eingangstüre nach Osten blickt. Hier befindet sich auch die Zufahrt zum Hotel. Jetzt sind wir aber gespannt, ob das 50 Quadratmeter Apartment unsere Erwartungen ebenso übertrifft wie alles andere, was wir bisher vom Hotel gesehen haben. Also dann hereinspaziert in die gute Stube, in das Apartment Nummer 259 im ersten Obergeschoss. Großzügig, ruhig und komfortabel eingerichtet. Vom großen, eleganten Bad hat man, falls gewünscht, freie Sicht nach außen. Über den Blick von der Loggia aus wurde schon berichtet. Hier sehen wir sie im Bild. Zum Standard des Hotels gehört es zum Beispiel auch, dass zur Nachtruhe das Apartment nochmals durchgecheckt wird. Es werden neue Handtücher und so weiter gebracht, das Bett aufgedeckt. Ein 4-Sterne-Plus-Service, wie er sich gehört. Zwitschernden Besuch hatten wir ständig. Wenn Futter ausgelegt wurde, gab es regen Flugverkehr und oft heftiges Gedränge. Auffallend und besonders liebenswert ist die bunte, vielfältige Vogelwelt mit besonders farbenprächtigen Exemplaren. Die Vögel gehören hier sozusagen zum Inventar. Sie sind wegen der offenen Bauweise des Hotels überall zu finden. Und sie holen sich, schneller als man schaut, so manchen Bissen von den Tellern. In der Erinnerung an diesen Urlaub sind die Bilder von den Vögeln die wohl bleibendsten Eindrücke von Mauritius.
Der Webervogel hat einen kunstvollen Nestbau erfunden, der vor Räubern besser schützt. Am Spätnachmittag gehen wir zum Restaurant- und Poolbereich, wo beim beginnenden Sonnenuntergang der Abend eingeläutet wird. Und wer ist schon da und frech wie Oskar an den Tischen zugange? Diese Stunde am Ende eines ruhigen, sonnigen und faulen Tages mit dem Blick aufs Meer, besonders bequem vom Liegestuhl aus, haben wir genossen. Mauritius ist ja in der ganzen Welt ein besonders beliebtes Ziel für Verlobte. Deshalb fand fast täglich im Hotel eine Hochzeit statt. Die Feiern waren ganz unterschiedlich, teils prunkvoll festlich mit Gala-Diner am Strand oder einfach im Restaurant mit einem Bräutigam in Badelatschen. Es wäre interessant zu wissen, ob solche Ehen länger halten als andere. Insbesondere, wenn die schwülstige Romantik der unbeschwerten Tage hier zu Hause nicht fortgesetzt werden kann. Und wir stimmen uns ein auf den Abend bei einem Drink an der Poolbar, während gegenüber im offenen Restaurant die Vorbereitungen für das Dinner auf Hochtouren laufen. Ein grandioses Buffet, das keine Wünsche offen lässt, erwartet uns. Wir suchen uns einen schönen, luftigen Platz in einem offenen Pavillon innerhalb des Restaurants. Aufmerksamer, freundlicher Service, eine herzliche, ungezwungene Atmosphäre und liebenswürdiges Personal. Es sind fast alles junge Männer, die in großer Zahl vorhanden sind, bescheren uns einen schönen Abend. Zum Beispiel brachte uns einer der Ober in einem Schälchen offenes Salz, als er bemerkte, dass der Streuer nichts hergab. Aber nicht etwa, weil wir ihn darum gebeten hatten, sondern von sich aus, ohne Aufforderung. Das sind die kleinen Unterschiede. Sehen wir uns einmal die große Eingangshalle und Lobby des Hotels an. Über drei Stockwerke hinweg sind zahlreiche Einrichtungen integriert. Eine elegante, großzügige Lösung, die überzeugt. Eine Treppe führt zum Untergeschoss, wo das Fitnessstudio, Sauna, Friseur, Beauty-Salon und eine Wasserlandschaft zu finden sind. Dort quaken am Abend zahlreiche große Frösche, die wir aber nicht zu sehen bekamen. Nur ein paar Meter weiter, im großen Badebereich neben dem Pool, ist jeden Abend Unterhaltungs- und Tanzprogramm, was stets regen Zuspruch findet. Let's go.
klassischen Bauchtanz, der perfekt vorgetragen wurde, folgte die Sari-Show, um zu zeigen, was man mit diesen Tüchern machen kann und wie man sie handhaben soll. Nach diesem Abend sind wir bestens eingestimmt auf unseren ersten Ganztagesausflug am Dienstag, dem 25.09.2007, der von der charmanten Reiseleiterin Jamila betreut wird, die uns schon auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel begleitet hatte. Die Fahrt nach Port Louis, der Hauptstadt, führt uns durch die Orte Trioli und Arsenal, etwas landeinwärts, parallel der Küste entlang, nach Süden. Erster Halt ist nicht bei diesem Tamilentempel, sondern bei einer chinesischen Gebetsstätte. Wir besuchen im Verlauf dieses Urlaubes mehrere Tempel und erfahren zahlreiche Besonderheiten über die Religion der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Mauritius ist ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und gilt als perfektes Modell einer friedfertigen Koexistenz der Hauptreligionen. Ausgehend von den Sklaven aus Afrika, die von den Eroberern als Arbeitskräfte hierher verschleppt wurden, ist Mauritius im Lauf seiner Geschichte von Menschen verschiedenster Herkunft besiedelt worden. Inder, Afrikaner, Europäer und Chinesen brachten ihre Kulturen, Sprache und Traditionen mit. Von hier aus geht es hinauf zum Petit Montagne. Von der Ruine des Fort Adelaide, auch Le Citadel genannt, auf dem Hügel hat man einen herrlichen Blick über die ganze Stadt und die sie schützenden umliegenden Berge. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Pferderennbahn unterhalb des Hügels und dann auf die Stadt selbst. Port Louis ist kein verträumter Ort, sondern eine brodelnde Hafenstadt mit 170.000 Einwohnern, zu denen täglich noch Tausende hinzukommen, die hier zur Arbeit gehen bzw. zum Einkaufen herkommen. Machen wir uns wie diese drei Grazien auf und stürzen uns in den Trubel dieser quirligen Stadt. Im Gewimmel der Altstadt pulsiert das pralle Leben rund um den sogenannten orientalischen Markt, den wir nicht nur einmal besuchen. Motive allenthalben, man könnte stundenlang einfach drauf losfilmen, so markant sind die ständig wechselnden Eindrücke. In der großen Markthalle befinden sich im Obergeschoss, von wo wir hinunterblicken, zahlreiche Geschäfte. Im Erdgeschoss der Obst- und Gemüsemarkt, den wir uns zunächst anschauen wollen. Das in Mauritius im Lauf der Jahrhunderte entstandene bunte Kaleidoskop aller Hautfarben und Religionen lässt sich für die bevorstehende Omanreise bestehend aus Pluderhose, Oberteil und Schal. Don't
Stoffe und Kleider in der Straße der Textilhändler sind sagenhaft billig. Und in einem der Läden kommt dann noch dieses schöne blaue Kleid zu unseren Einkäufen dazu, während die nächste Anprobe mitten auf dem Gehsteig nicht erfolgreich verläuft. Nirgends wurden wir bedrängt oder belästigt. Herzliche Freundlichkeit, wo immer wir einen Laden besuchten oder auf der Straße das Warenangebot anschauten. Lassen wir das quirlige Leben in den Straßen und Gassen der Hauptstadt mit den vielen Eindrücken für sich selber sprechen. Jetzt haben wir aber genug vom Trubel der Altstadt und heben uns den Besuch des Chinesenviertels für einen anderen Tag auf. Wir gehen in Richtung Hafen, wo es ruhiger zugeht und Restaurants und Bars, aber auch zwei Einkaufszentren mit vielen edlen Geschäften auf uns warten. Der französische Gouverneur Maille de la Bourdonnais, der 1735 die Hafenstadt gründete, schaut noch heute als Denkmal auf seinen Hafen. Wir folgen seinem Blick und sehen, dass die hufeisenförmige Bucht, die durch eine Bergkette gut vor Passatwinden geschützt ist, die besten Voraussetzungen für einen Ankerplatz erbot. Der Gouverneur und die nachfolgenden Briten bauten die Stadt weiter aus und ließen die Hafenanlagen befestigen und militärisch schützen. In diesem Hotel an der Hafenpromenade mit seiner schönen, schattigen Terrasse haben wir mehrfach Rast gemacht, sehr gut gegessen, bei exklusivem Service und uns vom Trubel und Lärm der Innenstadt erholt. Der Luxuskomplex des Hotels, in den wir einen Blick werfen, ist mit dem neuen Einkaufszentrum an der Caudan Waterfront verbunden. Dort findet man zahlreiche schöne Geschäfte für den beduchten Käufer. Es war uns sogar gelungen, den Ober mit Hilfe des Oberkellners zu verklickern, wie wir gerne das frische Pils eingeschenkt haben möchten. Und siehe da, es hat funktioniert. Jamila, unsere nette Reiseleiterin, ist uns beim Kauf einer Telefonkarte behilflich und wir laden sie zu einem Café in der Waterfront ein, wo wir uns mit ihr in aller Ruhe unterhalten und weitere Informationen einholen können. In einer weiteren Ladenpassage auf der anderen Hafenseite hatte Gisela beim Gang zur Toilette ein für Mauritius typisches Erlebnis. Eine Einheimische mit zwei kleinen Kindern drückte ihr das Baby in den Arm und bat auch auf das Mädchen aufzupassen, während sie im Klo verschwand.
An einem anderen Tag stürzen wir uns erneut in das Geschehen in der Stadt und suchen das Chinesenviertel auf, vorbei an der Jumma-Moschee, dem Zentrum der islamischen Gemeinde. In den engen Gassen befinden sich kleine Läden in ebenso winzigen Häuschen aus der Zeit um 1900 mit abenteuerlichen Krimskrams und Gebrauchsartikeln aller Art. Aber dann sind wir doch froh, als es um 15 Uhr zum vereinbarten Treffpunkt für die Heimfahrt ins Hotel beim Blue Penny Museum geht. Dort hat ein Aborinchi-Holzschnitzer seine sehr guten, originell skurrilen Arbeiten ausgestellt, manche in idealer Handgepäckgröße. Pointe aux Piments, das ist der Name des Ortes, wo sich das Hotel Le Victoria befindet. Wir machen einen Ausflug zu Fuß, den Strand entlang, Richtung Norden, vorbei am Nachbarhotel Le Meridien, das wir später auf dem Rückweg besuchen. Von diesem Bootsanlegesteg aus, der ebenfalls zum Hotel gehört, werden zusätzlich zu den Aktivitäten, die direkt vom Strand aus stattfinden, weitere Fahrten angeboten. Aber keine Angst, was hier so spektakulär und bedrohlich aussieht, ist völlig ungefährlich, weil sich zwischen den aggressiven und hohen Wellen und dem Boot das schützende Korallenriff befindet. An der Küste entlang sind uns immer wieder Tier- und Menschenfiguren, kleinere Altäre und Gedenkstätten aufgefallen, die von den Anwohnern entsprechend ihrer religiösen Gepflogenheiten der verschiedenen Glaubensrichtungen aufgestellt sind. Hier werden Opfergaben dargebracht. Am Ende der Bucht entdecken wir ein neu eröffnetes Ausstellungsgelände, das Mauritius Aquarium. Der Besuch lohnt sich. Wir sind begeistert, wie gut und vielfältig die verschiedenen Meeresbewohner präsentiert werden. Aber sehen Sie selbst, was wir beobachten konnten.
Im großen Meerwasserbecken sind riesige Moränen, Schildkröten, Hai- und Seeschlangen zu sehen. Von den Stein- und Feuerfischen geht eine besondere, eigenartige Faszination aus. Sea Life mit ihrer Show in Nürnberg hätte sich davon eine Scheibe abschneiden können. Kein Vergleich. Hier sehen wir den wohl giftigsten Meeresbewohner, die Tigerschlange, auf die man besser nicht versehentlich in der Lagune beim Hotel treten sollte, wo ich beim Schnorcheln eine entdeckte. Es wird Zeit für das Mittagessen, das wir auf dem Rückweg im Nachbarhotel Le Meridien einnehmen. Dort werden gegen die Moskitos Räucherstäbchen aufgestellt. In unserem Hotel war dies, Gott sei Dank und Gisela zum Trost, nicht notwendig. Wir wurden als Outsider behandelt, weil wir nicht zu den Hausgästen gehörten, was zuerst für etwas Verwirrung gesorgt hatte. Das ist Joe, der charmante, sehr gut Deutsch sprechende Reiseleiter, der uns heute am Dienstag, dem 27. September 2007, in die zweite geführte Ausflugstour in das südliche Inselinnere begleitet. Erste Station ist die prächtige Kolonialvilla Eureka, nahe dem Ort Moka, südwestlich von Port Louis. Besonderes Stilelement ist die umlaufende Veranda zum Schutz vor Regen und zu starker Sonneneinstrahlung, die heute gastronomisch genutzt wird. Und so wohnten Herr und Frau Zuckerbaron, die wohlhabenden Plantagenbesitzer. Für das Mobiliar aus dem 19. Jahrhundert wurden nur edelste Hölzer, zum Beispiel Ebenholz, Mahagoni, Cebola und Zimt aus Indien verwendet.
Das gut erhaltene Ensemble ist heute ein einzigartiges kreolisches Museum. Es wurde 1830 in einem herrlichen Garten erbaut, der von Wasserfällen des Moca-Rivers und von der Moca-Bergkette umgeben ist. Hinter dieser Pracht ist aber viel Leid und Elend versteckt. Um das Land für den Pflug zu bereiten, ließ man die Sklaven Lavabrocken aufsammeln und zu Pyramiden aufstapeln. Insgesamt 160.000 Menschen aus Afrika und Madagaskar wurden im Auftrag der Zuckerbarone auf die Mascarenen verschleppt und auf den Plantagenfeldern geschunden. Hunderte Geflohener stürzten sich aus Angst von dieser Steilwand in die Tiefe, als ihnen britische Soldaten das Ende der Sklaverei mitteilen wollten. Das war im Jahr 1835. Heute arbeiten in dieser Anlage keine Sklaven mehr. Der schwarze Koch in der Museumsküche vergleicht Mauritius aber bestimmt nicht mit dem Paradies, denn das ist nur ein schöner Traum, wenn man die Geschichte berücksichtigt. Dies gilt auch und ganz besonders für den Dodo, dem Wappentier der Insel. Der plumpe, bis 25 Kilo schwere, truthahnähnliche Vogel, so groß wie ein Schwan, konnte wegen seiner Stummelflügel nicht davonfliegen und wurde schon 1681 bis zum letzten Exemplar verspeist. Er ist ausgestorben, und zwar, weil er so zutraulich war. Für das Museum in Port Louis hat man ein Exemplar des Dodo rekonstruiert. Für uns ist er hier für ein paar Minuten lebendig geworden. Oberhalb der Stadt Kürbib, das heißt rauchende Pfeife, im Inselinneren erreichen wir Trou aux Cerfs, den Vulkankrater mit einem kleinen See. Das ist ein 85 Meter tiefer Tümpel. Bei unserem dritten Ausflug mit der Leitner-Gruppe sind wir heute, am Dienstag, dem 2. Oktober 2007, ganztägig auf der Nordtour mit Joe, dem Reiseleiter, unterwegs. In Triolet befindet sich die größte hinduistische Tempelanlage der Insel. Um den Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Haupttempel entstanden kleinere, farbenprächtige und üppig dekorierte Schreine, die Vishnu, Shivala, Krishna, Ganesha und anderen Gottheiten gewidmet sind. Vor und nach den Zeremonien sind die Tempel zu besichtigen. Schuhe und Lederwaren dürfen aus Glaubensgründen nicht getragen werden. Hier sehen wir den elefantenförmigen Kopf des Gottes Shiva und gleich daneben seine Gemahlin Parvati. Dahinter verbirgt sich folgende Geschichte. Shiva kam nach langer Abwesenheit nach Hause. Ein schöner Jüngling, sein Sohn, der ihn nicht kannte, wollte ihn nicht ins Haus lassen. Also schlug er ihm den Kopf ab. Als er seinen Irrtum bemerkte, entschied er, dem ersten Geschöpf, dem er begegnen sollte, den Kopf abzuschlagen und sich aufzusetzen. Und das war ein Elefant. Beobachten wir eine indische Familie, die sich rituell vor dem Tempeleingang auf den Besuch vorbereitet. Wir konnten mit Giselas Feuerzeug die Räucherstäbchen entzünden und durften diese Aufnahmen machen.
Dann geht es weiter die Nordwestküste entlang, zunächst bis Grand Bay, dem touristischen Zentrum Mauritius, und dann weiter zum nördlichsten Punkt, Kap Malheureux. Wie von der Farbenpracht der Insel inspiriert, strahlt die katholische Kapelle Notre-Dame Auxiliatrice in leuchtendem Rot im Kontrast zu den Farben des Indischen Ozeans. Die Geschichte des bekanntesten Liebespaares von Mauritius, Paul und Virginie aus dem 18. Jahrhundert, ist auf tragische Weise mit der Insel und insbesondere mit dem Kap Malheureux, dem Unglückskap, verbunden. Der Erzähler berichtet: Paul trug Virginie auf Händen. Die beiden waren unzertrennlich, bis Virginie eines Nachts, während Paul schlief, von ihrer Mutter nach Frankreich geschickt wurde. Nach 2 Jahren Wehmut und Sehnsucht sollte sie endlich nach Mauritius zurückkehren. Doch dem Liebespaar war das Glück versagt. Die Küste schon in Reichweite, gerät Virginies Schiff unvermittelt in Seenot und versinkt. Sie harrt bis zuletzt an Deck aus und ertrinkt schließlich vor Pauls Augen, weil ihr Schamgefühl es nicht zuließ, die schweren Kleider abzulegen. Die Geschichte von Paul und Virginie ließ die Mauritianer niemals los. Den Ort, wo das Schiff angeblich sank, nannten sie Kap Malheureux, das Unglückskap. Und in der kleinen Kirche vom Pamplemousse, so sagt man, sollen im Licht der Kerzen Virginie und ihre Mutter bis heute in Erscheinung treten. Der Roman über diese Geschichte wurde in 30 Sprachen übersetzt und hat Millionen Leser zu Tränen gerührt. Zu Füßen des Landzipfels wogt das Meer, am Horizont ragen die kleinen Inseln Coin de Mire, Il Pla und Ilo Gabriel aus dem saphirblauen Wasser. Bei diesem Felsen ankerte die britische Flotte am 2.9.1810 vor ihrem Angriff auf die französischen Besetzer, die sie besiegen konnten. Am Kap Malheureux mit seinem gleichnamigen pittoresken Dorf kann man Fischer bei der Arbeit beobachten. Ruhig und gemächlich geht es zu. Der Blick aufs Meer hat hier seinen besonderen Reiz. Und man möchte für immer hier verweilen. Joe ruft aber dann zur Weiterfahrt. Unterwegs ein kurzer Fotostopp an einem Tamilentempel, wo ich die Donation, also das Trinkgeld, schuldig bleibe. Dann haben wir am öffentlichen Strand von Mont Choisy, das heißt meine Wahl, für 1,5 Stunden Badeaufenthalt. Ein langer, feiner Sandstrand ohne Korallensteine, mit schattenspendenden Kasuarinenhainen, umschließt eine herrliche, weitläufige, geschützte Lagune, weil das Riff etwa 700 Meter außerhalb liegt.
Es gibt frische Kokosnüsse zum Trinken und Essen, die von Joe mit Rubentopf und von Eckhard Lusch, dem Reiseleiter von Leitner, mit Kokosschnaps verfeinert werden. Außerdem werden die saftigen Ananas serviert. Zum Wohl! Die fahrenden Händler mit eindeutig indianischer Abstammung sind zufrieden. Auch die Verkäuferin, die hier köstlichen Gyros anbietet. Und so geht dieser schöne Tag mit den vielen Eindrücken ruhig und ohne Hektik zu Ende und wir kehren müde, aber glücklich zum Hotel zurück. Alle Hotels, besonders deren Zugangsbereiche, werden von Sicherheitskräften bewacht. Ob notwendig oder nicht, konnten wir nicht beurteilen. Heute am Sonntag, dem 30. September 2007, erkunden wir nach dem Frühstück 3 Stunden lang von 10 Uhr bis 13 Uhr das Gelände südlich unseres Hotels, also linker Hand, von Land aus gesehen. Gleich nebenan, nur durch einen öffentlichen Zufahrtsbereich zum Strand unterbrochen, fügt sich das umfangreiche Areal des Nobelhotels Oberoi im japanischen Stil an. Während ich von der Strandbar aus aufnehme, kommt ein übereifriger, unfreundlicher Security und schmeißt uns raus. Selbst die Forderung, die Rezeption aufzusuchen, wird nicht erfüllt. Wir sollen von außen über den Hauptzugang gehen, was wir aber selbst dann, als wir später von der Zufahrtsstraße herkommend, dazu Gelegenheit gehabt hätten, gar nicht mehr wollen. Wir gehen also weiter der Küste entlang über Felsen und Steine, was aber nur möglich ist, weil gerade Ebbe herrscht. Wir kommen dann zu einem weiteren Hotel, dem Plantation, das gerade teilweise renoviert wird und wo eine Flussmündung ins Meer führt. Durch das Rinnsal des Flusses zum Meer hin gelangen wir auf das riesige Gelände des Maritim Hotels mit Golfplatz, wo wir eine Getränkepause einlegen. Auch hier werden wir von einem der Beo-ähnlichen Vögel begrüßt, der sehr nachhaltig seinen Anteil am Keks zum Espresso fordert. In diesem Hotel zeigt uns ein überaus freundlicher Security, der begeistert Deutschland, den Weg auf der Landseite, auf dem wir zu unserem Hotel zurückgehen wollen.
Die zweite Urlaubswoche beginnt freundlich, wie schon die letzten Tage. Und wir starten mit dem Frühstück, was auch jedes Mal ein Erlebnis war. Während wir davon diese Bilder sehen, sei dem Veranstalter Leitner Reisen ein hohes Lob für diese Reise gezollt. Erwähnt seien insbesondere das hervorragende Niveau des Vier-Sterne-Hotels Victoria mit dem umfassenden Service, die gut organisierten Vier-Tages-Ausflüge mit kompetenten, gut deutsch sprechenden Reiseleitern, die in kleineren Bussen durchgeführt wurden, und die vier Gruppen jeweils zu einem anderen Tagesziel führten, das heißt, jede Gruppe hatte an den Ausflugstagen ein jeweils anderes Ausflugsziel. Außerdem war ja der Transfer von Allersberg zum Flughafen in München im Preis inbegriffen. Insgesamt haben wir pro Person für diese Leistungen insgesamt 1.999 Euro bezahlt, was die Halbpension beinhaltet hat. Das sind etwa 1.200 Euro pro Person weniger als bei einer Buchung über ein Reisebüro laut Katalog. Das schmeckt sogar unseren ständigen Begleitern, die bei diesem Urlaub ein unverzichtbares Attribut waren. Werfen wir bei Tageslicht einen Blick in die große, geschmackvoll gestaltete Eingangshalle des Hotels, die sich über drei Ebenen erstreckte und wo sich im unteren Bereich die offene Wasserfläche befand mit dem abendlichen Froschkonzert. Der heutige Ausflug führt uns zum Botanischen Garten nach Pampelmus. Direkt gegenüber besichtigen wir zunächst ein Gotteshaus. Im Schatten der 1756 erbauten und Franz von Assisi geweihten Kirche fanden im 18. Jahrhundert Sklavenmärkte statt. Die Kirche liegt 12 Kilometer nordöstlich von Port Louis im Ort Pampelmus, genau gegenüber dem Eingang zum Botanischen Garten von Mauritius, einem absoluten Highlight unserer Reise. Ein kunstvolles, schmiedeeisernes Tor gewährt Einlass zum Garten. Das Weiße Tor war ein Geschenk der Franzosen, ein handwerklich einzigartiges Exemplar, das 1862 eigens nach London geschafft und dort auf der Weltausstellung ausgezeichnet wurde. Dahinter erstreckt sich einer der reichhaltigsten botanischen Gärten der Welt. Er trägt den Namen des Staatspräsidenten Sir Sebo Sagur Ramgolam, leicht zu merken. Und das wissen Sie schon, was das ist? Nein. Joe erweist sich auch hier als ein profunder Kenner, der uns viele Details des riesigen Geländes sehr interessant und aufschlussreich näher bringt. Der eigentliche Gründer des Botanischen Gartens, der Inselintendant Pierre Poivre,
begann systematisch tropische Pflanzen zu sammeln. Von seinen Reisen nach Indien, China und den Philippinen brachte er Bäume, Zier- und Gewürzpflanzen mit, kultivierte sie erfolgreich in Pamplemousse und durchbrach mit Pfeffer und Muskatnüssen Anfang des 19. Jahrhunderts das niederländische Gewürzmonopol. Wein kriegen. Was? Wein. Wenn das reif wird, dann, also Wein, ich meine so, also das schmeckt, Geschmack ist wie Wein. Seit heute, das ist der 2.10.2007, ein Dienstag, wird für den Botanischen Garten Eintritt verlangt. Und zwar 100 Rupien, das sind etwa 2,50 Euro, und zwar auch für Einheimische. Es gab heftige Proteste der Bevölkerung. Da lassen wir uns beim Anblick dieser Blüte lieber von Joe gesanglich eine Liebesgeschichte vortragen. Bosque astère, nous boulons, nous l'ont, dit Yvon. Contenez-moi et moi dans la mer, contenez-moi et moi dans la Saint-Pierre. Der sogenannte Würstelbaum trägt kiloschwere Früchte. Man sollte in seinem Schatten wohl nicht rasten. Mal wieder welche runter. Ja. Aber man muss das richtig so aufpassen, wenn man runtersteht. Der Garten von Pamplemousse mit seiner ungeheuren Vielfalt an Palmen und tropischen Zierpflanzen ist für Botaniker eine wahre Schatzkammer. Vor allem die beeindruckenden riesigen Seerosen, Victoria amazonica, locken Besucher hierher. Ihre Blätter entfalten sich bis zu einem Durchmesser von einem Meter. Angeblich können sie sogar ein Baby tragen. Beeindruckend auch der Teich mit den Lotusblütenpflanzen. Es wird behauptet, dass der Duschkopf nach der Lotusblume konstruiert worden ist. Die gepflegten Alleen tragen alle berühmte Namen. Das ist Mountain Rosa aus Venezuela. In den uralten Bäumen kann man Gesichter und Gestalten, hier zum Beispiel einen großen Frosch, entdecken. Skurrile Wurzelgebilde und exotische Formen lenken den Blick des Betrachters auf sich. Mon plaisir,
mein Vergnügen, nannte Mai de la Bourdonnais seinen Landsitz. Das Schlösschen in der Nordwestecke des Parks steht unter Denkmalschutz und wird nur hin und wieder bei Staatsempfängen geöffnet. Jetzt wird es aber Zeit, von Pamplemousse Abschied zu nehmen, aber nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Bus. Und wir zeigen noch einen Ort, den wir nicht mehr besuchen konnten. Bei Chamarel im Südosten der Insel liegt ein noch ungeklärtes Naturphänomen. Ein Stückchen Erde, das uns mit seinen sanften Hügeln an die Sanddünen der Sahara in Kleinformat erinnert. Einige unvermischte, farbenfrohe Erdschichten. Dieser Schatz aus blauer, roter, lila und orangefarbener Erde hat einen sehr passenden Namen erhalten. Chamarel, die siebenfarbige Erde. Südlich von Chamarel, an einer Kaffeeplantage vorbei, gelangt man zum Chamarel-Wasserfall, der 100 Meter tief in ein grün bewachsenes, natürliches Bassin stürzt. Auch den Unterwasserspaziergang müssen wir uns für das nächste Mal aufheben. Zu guter Letzt lassen wir den Sega für Mauritius sprechen, der schon einleitend als Musikuntermalung für den Film bediente. Der typische Sega wird nur mit Hilfe von drei Instrumenten aufgeführt: einer Ravanne, einer Marawanne und einer Triangel. Mit schiebenden Bewegungen und schwingenden Hüften vorgeführte Tanz und die kreolischen Liedtexte gehören untrennbar zur Musik. Das Herz von Mauritius schlägt nach dem Rhythmus des Sega, dem mauretinischen Synonym für Joie de vivre, genieße das Leben. Die Wurzeln dieser Gesangs- und Tanzform gehen hauptsächlich auf die afrikanische Musik zur Zeit der Sklaverei zurück. Verabschieden wir uns von Mauritius und von seinen liebenswerten Menschen mit ihrer aufgeschlossenen, fröhlichen, herzlichen Art, die uns gezeigt haben, welch harmonische Toleranz auf dieser Insel herrscht.